Dann schauen wir doch mal, was hier hinter der Tür ist. Stromschlag ist ausgewählt. Sehr gut. Es sind schon mal drei Beine hier im Bereich. Und auch die Reifen. Also es ist kein neuer, richtiger Unterbereich. Oh oh. Tür zu. Ja, was würden wir machen, wenn wir nicht überall diese kleinen Räume hätten, wo wir schlafen könnten? Dann wäre bestimmt nichts mehr von den Ressourcen über. Wir wären schon zigmal nach Eivel zurückgelaufen, um da von der Kräuterfrau alle Tränke... Nein! Alle Tränke zu kaufen, die sie hat. So, nochmal schlafen. Und jetzt guck mal, wenn da gleich in der Nische rechts wieder ein Gegner ist, dann ist hier definitiv ein Respawn. Dann sollten wir einfach uns mal durchboxen. Nö, ist nicht. Okay, noch viel dazu. Nur zwei Türen. Oh, da geht's hoch. Ich will noch gar nicht hoch. Ich will wissen, was hier ist. Hier ist nix. Okay. Und wir können auch gar nicht zurück. Das heißt, wir schlafen jetzt und dann schauen wir uns mal die dritte Etage an. Eigentlich hätte ich noch ganz gerne die Schlüssel hier ausprobiert bei König Richards Tür, aber na gut. Speichern wir schon mal ab. LP049A. You will not cheat me again. Das sieht nach einem Bosskampf aus. Also einmal, weil Scotia uns gerade angesprochen hat. Und einmal, weil hier eine große freie Fläche ist, wo man ausweichen kann. Ha. So könnten wir Scotia dann vielleicht auch umbringen. Wir schicken sie einfach in Fallen rein. Aber gesehen habe ich sie bisher noch nirgendwo. Da ist schon mal eine Fallgrube, falls wir fliehen wollen. Wir sollten unsere Ressourcen schon mal parat nehmen. Oh. Ist sie hier überhaupt? Das ist ja komisch. Wir sollten nicht in so eine Gänge eigentlich reingehen, weil wenn sie uns den Weg blockiert, kommen wir nicht wieder raus. Also es ist auf jeden Fall ein riesiger Bereich. Oh, das könnte Scotia sein. Und sie hat natürlich die nervigste Fähigkeit von allen. So, was machen wir da? Wir benutzen mal ein paar Ressourcen. Wusch. Und benutzen mal ein paar Ressourcen. Und das war garantiert nicht Scotia. Mist. Also haben wir gerade ein paar Ressourcen einfach so in den Wind gepustet. Aber gut. Der Gegner war nervig. Haben wir halt dafür unsere Ressourcen verschwendet, dass ich nicht den Krampf bekommen habe, durchgehend Waffen aufzuheben. So, Heilung. Aber ich hoffe mal, dass es davon nicht noch mehr... Oh, nicht noch mehr gibt. Dass es ein Einzelfall war. Und es war kein Einzelfall. Todesnebel. Weh, die Viecher respawnen. Die machen die Fähigkeit sogar noch richtig häufig. So. So. Da liegen jetzt die Schilder. So, Schild wieder aufheben. Und weiter Scotia suchen. Oder einfach mal versuchen zu schlafen. Mit etwas Glück. Ja, weil diese besonderen Gegner, diese hüpfenden Frösche, scheinen ja relativ selten zu sein.
Also vielleicht 5 oder 6 Stück hier auf der Etage. Wenn man bedenkt, wie viel wir schon aufgedeckt haben. Das heißt, wir können immer einen umbringen und dann da, wo wir ihn umgebracht haben, schlafen. Aber erstmal will ich jetzt einmal hier außen rumlaufen. So, Todesnebel 3. Zauberkraft verbessert. Das ist doch sehr schön. So, einmal den Westwood-Stab. Komm, gib mir 1000. Gib mir 1000. Lalala, zack. Und zack, gib mir 1000. Tausend. Also wehe, Scotia hat diese Fähigkeit auch. Dann drehe ich echt am Rad. So, das funktioniert nicht. Was mit Feuerball? Feuerball klappt, aber wir wissen nicht. Ich wollte gerade sagen, wo sind Waffen hin? Also Feuerball klappt, aber wir wissen nicht, wie gut es klappt, da wir vorher schon recht viel Schaden gemacht haben. So, und jetzt testen wir mal die Theorie, ob ich hier jetzt einfach schlafen kann. Und ja, es geht. Sehr schön. Jo, nächste Etappe. Ja, hier ist echt nichts. Ganz viele Korridore, jede Menge hüpfende Frösche. Keine Scotia, keine Türen, keine Schalter. So viel zu keine Schalter. Hm? Und da hinten ist auch einer. Dich lösen wir mal aus. Können wir nicht. Okay. Wo war der Schalter? Da. Wechsel mal auf deine Armbrust. Vielleicht können wir die Viecher ja aus der Entfernung abschießen. Ja, nur eine kleine Blutexplosion. Schade, schade. Also du kannst es trotzdem machen, aber ich denke mal, es wird ewig dauern, bis sie da umkippen. Wusch. 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 Sind wir jetzt bei 6, 7, 8, 9 und... Ah. Okay, Feuerball. Ich glaube, hinter uns ist noch einer. Ja, nee. Komm. Zack. Das kommt alles wieder mit. Dann verdünnisieren wir uns. Aber erst mal gucken, wo der jetzt herkam. Ah, okay, in dem Bereich waren wir noch nicht. Aber meine Schätzung... Oh, ich hasse es. Meine Schätzung mit den 5-6 Kröten war stark untertrieben. Ja, 5-6 Dutzend Kröten. Können wir irgendwo dahin zurück zu unseren Waffen? Ne, müssen wir wohl erst das Biest hier rauslocken. Ja, du bist das Biest. So, ich hätte gerne Heilung Stufe 4. Passt nicht. Was macht der Ebenholzstab eigentlich? Oh, Bienenschwarm. Super. Den verbraten wir jetzt mal. In der Hoffnung, dass es irgendwas bringt. Ja. Der, Heilung. Sollte mehr auf meine Lebenspunkte achten. Okay. Und warum kann ich nicht heilen? So, euch nehme mit. Danach suchen wir unsere Waffen. Und danach bringen wir diese doofe Kröte um. Da waren die Waffen nicht. Die waren hier. Und hier oben war bisher nichts, was Rüstung zerstört, richtig? Abspeichern. Können wir ruhig überspeichern. Und dann ziehen wir jetzt nämlich unsere Rüstung an.
Also wir können doch nicht wissen, ob hier irgendwas Rüstung zerstört, denn wir hatten ja keine an. Aber das müssen wir dann gucken. So. Oh, wir können mal ganz kurz diese Flüstersachen ausprobieren. Also wir geben jetzt jedem Charakter einen Gegenstand, der Flüstern hat. Also Flüstern oder Heimlichkeit oder sonst was. Und wir können schon mal schlafen, obwohl der Frosch hinter uns her war. Vielleicht können wir uns jetzt einfach unbemerkt hier bewegen. Das wäre natürlich super. Dann wollten wir da weiter gucken. Also ich hoffe jetzt einfach mal, dass wir unsichtbar sind. Hier ist nix. Diesen Bereich hatten wir durch den einen Knopf freigeschaltet. Also gehe ich eigentlich davon aus, dass hier irgendwas Wichtiges ist. Und eine Truhe. Was haben wir da? Wir haben da ein Ginseng, das ist nicht wirklich wichtig. Ein Helm, der nicht ganz so gut ist. Der absolut nicht gut ist. Und Silbermünzen. Ja, nee, das hätten wir uns sparen können. Also hier raus und links an der Wand lang. Ich ras jetzt mal ein bisschen. So lange, bis wir einen Frosch sehen und dann gucken wir, ob der Frosch zu uns hinläuft oder nicht. Oh, Tür. Die Summe muss genau stimmen. Welche Summe? Okay, das merken wir uns mal. Die Summe muss korrekt sein. Okay. Klick. Nein. Klick. Okay. Wieder ein Schalter, wo wir nicht wissen, was er macht. Immer noch keine Scotia. Ganz viele Fallen. Oh, da war noch ein Knopf. Gucken wir mal kurz. Ach, den haben wir schon gedrückt. Na gut. So. Wir sind jetzt einmal ganz außen rum, mit Ausnahme der Tür da. Gucken wir uns ein bisschen hier im Innenbereich um, ob hier nicht irgendwo eine Hexe rumläuft. Wenn ja, würde ich die doch ganz gerne umbringen. Oh. Da ist ein Dreher. Warum ist hier ein Dreher? Oh, und da sind drei Knöpfe. Das muss doch wichtig sein. Oh oh. Ah, wir sind nicht unsichtbar. Obwohl, vielleicht ist es, weil wir das Schild gerade verloren haben. Da ist unser Zeug. So. Hellebarde. Armbrust. Wir haben das Schild gar nicht verloren. Also, die Dinger funktionieren nicht. Oder ich benutze sie falsch. Das heißt, du kriegst die Schuhe wieder. Du kriegst die Rüstung wieder. Du kriegst das Schild wieder. Überspeichern. Ne, machen wir neu. LP049B. Ich wollte... Wo sind die drei Knöpfe hin? Achso, die drei Knöpfe haben nur den Block weggemacht, um die Kröte rauszulassen. Die Kröte ignoriere ich jetzt aber mal gekonnt. Denn ich habe keine Lust, gegen die zu kämpfen. So, da ist noch eine Tür. Und ein Schloss, da probieren wir mal ganz schnell die Schlüssel aus. Okay, was ist mit... Oh, was machst du? Ha, okay. Dich machen wir mal zu. Tada! Eine Möglichkeit zu schlafen. Sehr schön. So, also... Okay, wir haben zwei Schlüssel, aber keiner davon ist der, den wir hier brauchen. Das heißt, wir werden irgendwo noch zwei Schlüssel finden müssen. Und da haben wir Illusionswand. Mit einer Kiste dahinter, wo hoffentlich ein Schlüssel drin ist. Nee, die Ewigkeit ist dahinter. Eine Bollwerkplattenrüstung.
Die klingt doch schick und ist auch schick. Und wir haben jetzt wenigstens eine Ersatzrüstung. Hm, empty. So. Okay. Ah, warum hat uns Scotia denn angesprochen, wenn sie nicht direkt hier ist? Das finde ich irgendwie komisch. Zumal sich die Gegend hier echt super anbieten würde für einen Kampf. Also für uns würde sich's anbieten, in dem... Ja, ich weiß, wir stehen auf einer Falle, aber erstmal will ich unsere Sachen aufheben. Ach du Gute, jetzt sind wir in der Ecke. Ressourcen? Da stirbst du. Ich sagte, du stirbst. Mann. So. Also, da können wir noch lang. Oh, doch da. Ah. Ich sollte aufhören, Knöpfe zu drücken. So, hier haben wir noch den Hauptbereich, den müssen wir auch noch aufdecken. Da geht's irgendwo runter. Na gut, überspeichern wir nochmal kurz den. Wir müssen ja eigentlich eh einen Cut machen, also gucke ich mal ganz kurz, was da unten ist. Und wo zur Hölle sind wir? Hier dürfte eigentlich nichts sein. Ist auch nichts. Ja. Das heißt, wir laden jetzt nochmal den von eben gerade, machen jetzt den Cut und in der nächsten Folge kämpfen wir weiter gegen die Kröten oder weichen hinaus und erforschen den Rest von Burg Ebene 3. Also bis gleich.